Guck mal, es war ein Miniboss. Er ist jetzt nicht mehr da. Er ist jetzt nämlich einfach fucking tot, so wie es sich gehört. Die Bitch. Okay, wir sollen ja taktisch spielen. Wir sollen ja einigermaßen taktisch spielen. Das bedeutet, ich sollte wahrscheinlich jetzt nicht einfach von oben herunterhüpfen und einfach einen auf, keine Ahnung, übelst massive Damage machen, sondern wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, was ich hier tue. Könnte kompliziert werden. Das heißt, ich check erstmal so ein bisschen die Umgebung. Wir haben da auf jeden Fall zwei Dudes. Wir haben da unten... Hier wandert doch auch irgendwo einer rum, ne? Eins, zwei... Die sind erstmal die relevantesten anscheinend. Ist jetzt ein bisschen dumm, dass die sich gegenseitig angucken, ehrlich gesagt. Geht er nochmal weg? Das wäre nämlich geil, wenn er einfach da unten bei der Treppe wäre. Das würde ich sehr feiern, eigentlich. Ich würde mir sagen, das fände ich cool. Aber das macht er nicht, ne? Weil er ist eine dumme Bratze. Er chillt da jetzt einfach mit seinem Dude und feiert einfach übelst hart. Komm schon, jetzt geh doch einfach weg. Ach. Schauen wir uns ein bisschen die Umgebung an. Sieht auf jeden Fall sehr atmosphärisch aus, das ganze Ninja-Winter-Geschichts-Dingsbums. Er bewegt sich immer noch nicht, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr heute mit dem. War hier nicht auch irgendwo noch einer? Genau, da ist nämlich noch ein Dude, ne? Dahar. Oh, guck mal, den kriegen wir jetzt aber. Ups, das war echt richtig dumm. Piu, piu. Bye. Yes, okay. Das kriegen wir jetzt aber hin. Pass auf, den kriegen wir. Wir müssen nur kurz warten. So. Ah! Das ist gefährlich, Alter. So, wo war noch einer? Shit, er ist echt dangerous da hinten. Kurz mal nach hier gehüpft. Kurz mal nach dort gehüpft. Kurz mal nach da oben gehüpft. Kurz mal ein bisschen versteckt. Dieses Stealth liegt mir noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Hä? Wo haben die mich denn schon wieder gesehen, Alter? Jetzt nehmt mal eine Chillpill und gebt mir mal nicht so auf die Eier hier. So. Wenn wir diesen wundervollen Menschen auch endlich losgeworden sind. Hi, das sieht sehr speziell aus, was uns da jetzt entgegen wandert. Okay. Vorzüglich. Die Gegner haben Adleraugen, sehe ich da. Ja, das glaube ich dir. Instant, Mann. Die haben einfach so 20 Sinne und von denen funktionieren einfach 30.
Was? Oh fuck, ich hab nicht auf meine HP geachtet. Nein! Mega assig, Alter. Fuck, super uncool. Okay, ich bin weg. Weißt du, hab mich mega drüber gefreut, von wegen, haha, guck mal, ich kann mich zweimal heilen. Ratet mal, wer es nicht getan hat. So kein einziges Mal. Oh, wie furchtbar. Egal, egal, alles cool, kriegen wir hin. Ist der da oben noch aggro? Okay, jetzt sind sie am Patrouillieren. Sicher, dass er aus der Höhe keinen Fallschaden kriegt. Ehrlich gesagt bin ich es nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so ist, aber vielleicht ist es doch nicht so und ich habe mich geirrt. Das ist sehr wahrscheinlich eigentlich. Ich möchte bitte, dass Mutti da hinten geht, eigentlich. Das ist wirklich eine Mutti. Gibt's ja gar nicht. Kommt Mutti jetzt hier hoch? Das finde ich nicht so toll eigentlich. Oh, ich glaube, Mutti kommt wirklich hier hoch. Oh, man kann ja sogar den Schnee sehen auf dem Baum. Das ist ja super crazy. Big Mama kommt auf euch zu. Haltet euch fest. Es wird ein Schmaus. Außer Big Mama ist jetzt einfach... Nee, Big Mama ist wieder aggro. Okay. Kann Big Mama mich mit Stuff abwerfen? Big Hammer Mama. Okay, Big Mama Hammer Hammer Mama. Big Hummer ist gerade ein bisschen busy jetzt hier. Übt ein bisschen Moonwalking. Kann man machen. Ist nicht verkehrt. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Das zu üben, wenn man sein Girl ein bisschen beeindrucken möchte. Das ist halt konsequent. Müssen wir nur kurz darauf warten, dass Big Mama wieder irgendwie hinten einparkt irgendwo und dann, Ich glaube, Big Mama ist jetzt gechillt. Ne, sie ist immer noch... Ah, na bitte, so jetzt alles cool. Oh, okay. Nice. Ja, das war effizient, würde ich mal sagen. Sie löst sich auch instant auf. Sie ist halt Leichtgewicht eigentlich. Sie sieht nur schwer aus. Sie hat schwere Knochen, aber sie ist eigentlich ein Leichtgewicht. Halt im Herzen nicht so schwer wie außen oder so. Hiermit ein F an Big Mama, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich hier hin und raste einmal kurz komplett aus. Denn ich muss mein Dingsbums Wiederbelebungsgedöns machen. So, das war's wert. Jetzt habe ich zwar meinen Progress vernichtet, aber das ist okay. Denn ich lebe wieder. Und ich kann jetzt wieder einmal auferstehen. Wir machen das jetzt einfach... ganz tricky. Pass auf. Ah, ich glaube, da oben wird mich jetzt sehen. Wir werden mich alle sehen. Aber das ist okay. Denn... sweet.
Weißt du, warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Das wäre einfach so viel einfacher geworden, ne? Hey, Bruder. Eieieiei. So, okay, nachdem wir jetzt hier einfach alles auseinandergenommen haben. So viel zum Thema Adleraugen, ne? Ich wünschte, hier wäre irgendwo hohes Gras, wo ich mich verstecken könnte. Hey, ihr habt mich nicht gesehen. Seid ihr dumm? Hey. Where could he be? Much mystery. Okay, wir haben hier... Die beiden, ist noch einer irgendwo. Wir haben einen Dritter, der ist irgendwo lang gelaufen. Hängt der in einer Ecke fest oder so? Oh, du Ficker, Alter. Kannst du mir einfach nicht ins Gesicht schießen, Mann? Das ist nicht freundlich, okay? Also es gibt Sachen, die macht man einfach nicht. Und einfach jemandem ins Gesicht zu schießen, gehört halt einfach echt dazu, finde ich. Das ist einfach nicht okay. So, das macht man nicht. Steht Mama eigentlich wieder hier? Oh, Mama ist auch wieder hier. Kabababum. Hier kann man voll grinden jetzt eigentlich. Finde ich gut. Hey Schulle, was geht ab? So. Hier kann man nichts machen. せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。いのすけ、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあ、よい。せがれよ。 この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ、作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。 Kuros Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, das Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Maroden Tempel weiß, wie man es darbietet. Okay, das klingt so, als ob wir das vielleicht kurz tun sollten. Sorry, dass ich deine einzige Hitzequelle gerade zerstört habe. わが名は野上伊之助。平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが。
様に備えろと。 伊之助、我がせがれよ。 守り鈴は仏様に備えてくれたかえ？ ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろ。 仏様なら そこにおられるでな? Okay, vielleicht soll ich das einfach mal versuchen. Ist zwar halt ein kleiner Weg wieder zurück, aber was soll's. Bisschen Backtracking hat ja noch niemandem geschadet, von daher los geht's. So. Rüber. Das ist mit diesem Greifhaken einfach echt richtig flott, Mann. Das ist total toll. Ui. So. Dann fragen wir den Bildhauer mal, was wir mit der Glocke anfangen können. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriffe in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Wenn du einen Esoterik-Text zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeiten, Fähigkeitenmenü, babababab. Okay. Spannend. Chirin, chirin, to. Suzu wa naiteru na. Kono furui suzu no koto ka. Loba ga hotoke-sama ni sonaero to. Sou itte ita. Sono suzu, mi oboe wa aru ka? Iya, oboe wa nai. Suzu no hou wa chigau na. Omae-san ni nani yara iitai koto ga aru yo. Nandato. Suzu o sonaete miru toi. Soko ni aru yasashii kao no hotoke sama wa washi no hotta hotoke to wa wake ga chigau. Makoto no bushi ga orareta mono dakara na. Kiba no katachi o fuyashita kia. Seizei ningu o Sagaskottana.
つぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。What? Was ist das denn? Ist das legal? Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Holy shit. Kann ich Fähigkeiten erwerben? Anscheinend kann ich eine erwerben. Aber das finde ich cool. Kapier ich nicht. Aber wird schon irgendwie gehen, ne? Ah, ich muss die noch ausrüsten. Okay. So. Oh, guck mal. Das ist doch ganz nice. So. Was ist jetzt hier meine Aufgabe? Das war so knapp, Alter. Holy shit. Eine Handvoll Asche. Onoshi. Fukuro no Sengare ka. Was ist passiert? Nani ga atta? Zoku domo ga Hirata yashiki ni Miko-sama wo isogu no ja. Ima iku toshi da. Nani wo okashi na? Oshiete kure. Ryusen mou de no toshi de aro. Ryusen mou de 3 nen mae ka. どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。Sehr weird. Okay, hier geht nichts ab. Was halte ich von Stronghold Crusader? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ryusen Mode. 3 Hey Onsi, und ja, ich habe zurzeit habe ich noch Spaß mit Sekiro. Mal schauen, wie lange es noch hält. Holy fuck, das ist einfach ein riesiger Fisch im Wasser. Oh Gott, okay. Okay, okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, glaube ich. Vielleicht. Oh Gott. Das hat richtig gut funktioniert jetzt. Au. Au.
Eigentlich wollte ich die ganze Zeit nur dieses eine coole Move-Ding machen und ihn einfach mal damit zu treffen und zu gucken, was passiert. Es hat geklappt, aber es hat nicht so ideal geklappt, wie es hätte klappen können. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsattacke gefunden, ehrlich gesagt. So, was geht mit dir da hinten ab, mein Kumpel? Kann ich das klug machen irgendwie? Dass ich vielleicht nicht so auf ihn drauf springe, sondern vielleicht irgendwie von hinten oder so? Ah, jetzt hat mich der Fisch gesehen. Das ist natürlich... Also wenn der Fisch mich sieht, dann ist alles vorbei. Weißt du, egal, wir gehen einfach auf ihn drauf. So. Oh fuck, das war echt nicht gut, glaube ich. Whee, und schon bin ich weg. Oh Gott, sie kommt von da oben, ne? Ja. Ah. Nein. Haben sie genug Fallschaden, dass sie einfach runterfallen? Mampfen wir doch direkt nochmal was. Was hat es denn mit dem Fisch da hinten auf sich? Der ist ein bisschen super mysteriös eigentlich. Kann ich aber auch nicht treffen, ne? Ich habe Angst, weil der Fisch ist bestimmt irgendeine Falle, Alter. Hinten ist noch irgendwas. Wir können schwimmen, oder? Ich glaube, wir können schwimmen. Genau. Okay. Oh. Okay. Muss ich den tatsächlich killen irgendwie? Kann ich im Wasser angreifen? Oh, ich kann tatsächlich angreifen. Okay. Das ist ja crazy. Wir haben Medizin, die Vitalität vollständig wiederherstellt. Ja, cool. Cool. Whee. Sollte ich vielleicht dann auch direkt mal ausrüsten, oder?
Cool. Sehr schön. Uff. Das macht mich jetzt sehr glücklich, ehrlich gesagt.